So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 4. Ja, in der letzten Folge durften wir den Fahrstuhl nehmen, zumindest glaube ich das. Sind, glaube ich, immer noch auf der Suche oder auf dem Weg nach oben zum Dach, um uns ja mit einem anderen Team zu treffen. Ich glaube, das Team, was uns rausbringen soll oder so. Oder ich glaube, mit dem. Ich glaube, mit zwei Leuten sollen wir uns zumindest da oben auf dem Dach treffen. Das sollte, glaube ich, richtig sein. Und ich würde sagen, wir spielen einfach weiter, bevor ich hier noch mehr Blödsinn quatsche, was sowieso schon während des kompletten Spiels passieren wird. Mussten wir da lang? Ach genau, hier hatten wir uns in der letzten Folge noch einen Kampf geliefert. Also natürlich da hinten, da. Oh. Die Rettungseinheiten bieten auf. Ich hoffe, Jankowski hat sich nur den Kopf gestoßen und läuft mit Amnesie im Hafengebiet rum. Bestimmt tut er das. Oh, unsere Granaten sind voll. Wie sieht es denn mit der restlichen Bewaffnung aus? Was haben wir denn noch? Achso, die haben wir noch. Okay. Liegt ein Medikit, aber irgendwie, wir können es zwar sowieso nicht gerade mitnehmen. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz erstmal schnell hier lang. Ist die Sau, ist die oben oder ist die unten? Wissen ja, wo er ankommt. Na, komm mal her zum Überprüfen. Die dumme Befürchtung, dass die gleich hinter uns auftauchen. Da, ich hab's recht, ich hab. Status 0. Sau. Der aufhört zu quatschen, also würde ich sagen, den haben wir erschossen. Oh, da haben sie die große Wumme bei, das ist schön. So muss das sein. Die Wumme ist geladen. Dann heilen wir uns doch mal. Achso, ein Lämpchen. So,
So, ich lasse jetzt extra mal das Licht aus. Muss ja keiner sehen hier, die ganzen Toten. Weil wir ja auch nicht waren. Ne? Die haben sich alle schlafen gelegt. Können wir nichts für. Schon mal, wenn ich so eine Melodien hasse. Da liegt Rüstung, da liegt Munition. Trau dem Braten nicht. Oh, wir stehen hier direkt an so einer explosiven Dingens. Da ist noch mehr Muni. Oh, ich traue den Leuten nicht, ne? Wenn das hier so ruhig ist und Munition da liegt dann. Ich traue ihnen noch weniger, wenn die Melodie angefangen hat. Brauchst du nicht. War es das oder kommen noch mehr? Hinter uns kommt hoffentlich keiner. Pumpgun Muni. Sorry, mein Auge hat gejuckt. Oh, die haben wir aber ganz sauber weggeräumt, glaube ich. Oh, die haben alle Pumpgun hierbei gehabt. Okay, der Typ ist mal wieder eine Ausnahme. Hm. Wir schauen da mal nach, ne? Mag jemand eine Squish haben? Nicht? Mist, hier geht's hoch. Hoch wollte ich noch nicht. Ich meine, ist die Musik noch nicht zu Ende, also kann es hier immer noch böse Leute geben, die uns ganz böse ans Leder wollen. Oh, ist die Knarre voll? Nicht leer. Oh, okay. Gar nicht mitbekommen, dass sie voll ist. Alle Wege führen nach Rom. Also nach Rom, nicht nach Rom. Naja. Egal. Hm. Hier ist nix. Hier ist auch nichts. Da geht's runter. Also, da kommen wir gerade her, meine ich. Ahne ja immer Furchtbares, ne? Oh, jetzt noch mehr so eine. Alter! Was haben die denn hier sich für einen Kampf ausgedacht? MP-Muni, MP-Muni, MG-Muni lag da rum, Medikit liegt hier rum. Das lassen wir aber auch fein liegen. Da leuchtet was grün. Grün ist immer gut, glaube ich. Hoffe ich. Sehr gut. Hm.
Ich habe keine Lust, hier nochmal hochzulaufen, wollte ich gerade sagen. Wir hätten ja noch einen Weg gesehen gehabt, wo wir hin können. Die Musik ist noch nicht aus, also befürchte ich einfach mal, dass wir hier noch irgendwo Feinde haben. Wieder ein Medikit. Ich sag mal, hallo? Was knarzt hier bitte sehr die ganze Zeit so? Boah. Ach ja, nehmen wir halt die Kiste, wollte ich gerade sagen. Intervall 5, Evakuierung, Überrumpelung. Situation, der 4-Einsatz-Agent hat Aldous Bischoff befreit. Er behauptet, über Harlan Waits verhört worden zu sein. Er behauptet, von Harlan Waits verhört worden zu sein, würde ich jetzt eher sagen. Waits Verbleib ist unbekannt. Bischoff berichtet auch, dass Tochter Alice von Replika-Streitkräften gefangen genommen wurde. Holiday begleitet Bischof zur sofortigen Evakuierung aufs Dach. Auf das Dach. Mission. Der 4-Einsatz-Agent trifft sich mit Holiday an der Helikopterlandezone HLZ. Jetzt wissen wir auch, was das heißt. Kopftreffer fügen meist zusätzlichen Schaden zu. Außerdem sind ahnungslose Feinde leichter auszuschalten. Schleichen sich daher möglichst an Ziele ran. Das stimmt, wenn wir ahnungslosen Leuten von hinten mit der Pumpgun in den Rücken schießen, sind die meistens tot. Eine Tür. Na gut, öffnen wir sie. Ach du meine Fresse, sag mal. Leute, ihr habt vergessen, das Licht anzumachen. Bams. Mann, ich dachte, ihr seid so eine guten Schützen. Aber ich habe nie behauptet, dass ich ein guter Schütze bin. Aber ich habe gerade zwei Leute ausgemurkst und habe nur 7 HP Schaden gekriegt. Ganz schlecht, Jungs. Ganz schlecht. Das müsst ihr aber besser machen. Und schon wieder sind wir auf so einem Scheißdach. Mann, ich hasse diese Dächer. Die sind kacke. Mir eine Flinte gelaufen, kann ich gar nichts für. Oh, Momentchen mal. Wie viel Schuss haben wir dafür? 45. Kriegen wir davon vielleicht noch welche? Mann! Böser kleiner Drecksack. Wieso kommt der Bishop und Holiday so einfach aufs Dach und wir nicht? Wir haben wieder hunderte Gegner um uns rum. Zäh. Echt miese Tour.
Vor allem die ganze Zeit diese scheiß Replikas, ne? Was ist denn da? Brauchst du nicht. Du musst nur eins, den Tod. Das ist nicht nett. Na komm mal her, du kleine Lutschpuppe. Hallo, hier. Ich will jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht runtergehen. Ah, okay, sehe nicht. Sagt man nicht, geht die Schulbildung von den Arsch. Au, die Drecksau. Wo ist die Sau? Mann, schieß ich schon wieder schlecht, ey. Aber ich habe ja nie behauptet, dass ich ein guter Schütze bin. Mann, jetzt haben wir hier wegen einem Gegner schon drei Medikits verloren. Wollt ihr mich denn alle verarschen oder was? Status 0, tot. Ha, feg dich. Ich glaub, den haben wir getroffen. Die Drecksau. So, war es das jetzt? Erstmal zumindest. Boah, jetzt haben wir ja ein schöner Krater gemacht worden. Lauf doch mal der Irrte. Also die Wumme ist eigentlich ganz gut. Ich bin nur zu schlecht dafür.
funkt denn hier? Ach, das Ding funkt so. Ich wollte gerade sagen. Ach, der hat auch so was gehabt. Super, hier schon wieder. Das ist so mies, dass man nur drei Waffen mitnehmen kann, ne? Weil alle Waffen haben irgendwo Vor- und Nachteile. Du musst gar nicht weglaufen, du Drecksack. Oh. Huppala. Das war keine Absicht. Falsches Dings aufgenommen. Ja, ich weiß, ein Helikopter und so. Ist mir aber egal, ich will hier noch eine Runde räumen. Ja, im Räumungsschlussverkauf. Hihi. So, ein paar Handgranaten wieder. Noch ein Medikit. Jo, das hat doch eigentlich ganz gut geklappt, ne? Weil sonst eigentlich noch irgendwas hinter. Nö. Schade. Very interesting. So, genug Radio gehört. Ich ahne ja furchtbar aus, ne? Wir haben Checkpoint, wir haben zwei Medikits gefunden. Dann ist nur noch Munition für dieses komische Scharfschützengewehr. Das waren wir nicht. Irgendwie scheint sich gerade das Aufnahmeprogramm aufgehangen zu haben. Ja, damit machen wir hier auf jeden Fall ein Folgenpäuschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Damit danke ich euch fürs Zuschauen und ja, schönen Tag noch. Ciao, euer Fo.